So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, da ich meine Lego Ninjago Serie 3 Sammelmappe noch nicht voll habe, habe ich natürlich mal wieder ein paar Booster mir besorgt. Aber keine Angst, ich werde also natürlich nicht die Videozeit überschreiten, die ich natürlich am liebsten mache für euch und für mich. Aber nichtsdestotrotz, wollen wir gleich anfangen, dass ich einige Booster wenigstens schaffe aufzumachen. Und dann hoffentlich, dass meine Sammelmappe wächst und wächst, also oder voller und voller wird. Und wie gesagt, ihr seid in meinen Videos immer gefragt, wie findet ihr die Serie? Was haltet ihr davon? Sammelt ihr sie selber? Und wenn ja, wie vollständig ist eure Sammelmappe? Einige von euch wissen ja, diese schwarzen Karten, die habe ich bis jetzt am besten gefunden, aber ich habe sie leider schon alle. Weil so viele Filme nicht mehr aus der Serie. Aber da doch da draußen ein bisschen Interesse noch daran entsteht und ich meine Sammelmappe noch nicht ganz voll habe, mache ich natürlich die Booster vor die Kamera auf, damit ihr auch sehen könnt, welche Karte euch noch fehlt. Ah, nicht schon wieder eine Ultra, wo alle drauf sind. Eine mit der kostbarsten Ultra-Karten der Serie 3 zurzeit. Richtig cool. Entschuldigung. Aber die habe ich natürlich auch schon öfters. Aber ihr wisst ja, die kann man immer hinterher verkaufen, eintauschen gegen andere Karten. Und gerade die ganz hochwertigen sowieso. Na, ein paar merkwürdige Motive. Hier haben wir eine ganz normale Glitzerkarte, wo alle drauf sind. Ah, liegt so im Moment bei 2 Euro, glaube ich. Zwischen 1,50 und 2 Euro, wenn die gehandelt. Aber die hier müsste zwischen 5 und 8 Euro liegen zurzeit. Zurzeit. Und ihr wisst ja, man muss immer sagen, ohne Gewähr. Immer Angebot und Nachfrage. Ich hoffe natürlich, dass die paar Karten, die mir noch fehlen, jetzt dabei sind. Dass ich euch auch ein vollständiges Sammelmappe der Serie 3 auch präsentieren kann. Die anderen habe ich ja so langsam jetzt alle fertig. Habe ich auch schon Videos drüber gemacht. Und die limitierten Karten, die mir in der anderen Serie noch gefehlt hatten, hatte ich ja Blister, Booster und Multipacks geöffnet. Deswegen hatte ich sie ja alle jetzt komplett. Auch alle limitierten. Und das will ich natürlich jetzt in der Serie 3 auch haben. Oder allgemein sowieso immer alle. Ah, wieder eine schwarze. Aber nichtsdestotrotz sind die noch richtig cool. Das Design. Ups. Aber ich habe schon gesehen, da sind einige Kartenmotive bei, die ich glaube ich noch nicht kenne, also noch nicht besitze. Deswegen hoffe ich mal, überall diese Werbung teilweise mit bei ist. Ups, verkehrt rum. Standard Glitzerkarte um die 1 Euro. Heute aber ein bisschen wenig Ultrakarten. Wer meine Videos kennt,
weiß ja, dass ich immer wieder ziemlich oft Ultrakarten ziehe. Aber diesmal muss ich sagen, extrem wenig. Also hiernach werde ich jetzt noch zwei Booster öffnen. Dann habe ich wieder was zu tun, um meine Sammelmappe vollständig zu machen. Ihr habt noch genug Zeit, um andere Videos zu schauen. So, vorletzte Boostertütchen für heute. Ach, den habe ich auch schon. Ich gefühlte 100 Mal diese Karte. Also jetzt kommt es. Das letzte Lego Ninjago Serie 3 Booster für heute. Und wer sie natürlich auch sammeln möchte oder noch sammelt, ich versuche natürlich immer unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall günstiger. Müsst ihr selber immer schauen. So Multipacks sind teilweise schon etwas teurer geworden wegen bestimmter limitierter Karten, genau wie Blister. Und die großen Karten, die stehen noch. Die XXL-Karten meine ich, die stehen immer noch so zwischen 5 und 10 Euro. Es kommt immer darauf an, welche. Ne, heute war es wirklich nur eine einzige Ultra, dann natürlich eine mit die teuersten oder kostbarsten zurzeit. Finde ich dafür richtig cool. Das war's mal wieder von der Lego Ninjago Serie 3 Front und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.